Heute kümmern wir uns ja um diesen schnellen, einfachen Rosenkohl-Kartoffeltopf. Und wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Ich habe jetzt schon mal Butter in den Topf gegeben und die lassen wir jetzt erstmal schmelzen. Dann kommen Schinkenwürfel dazu. Ich mache das Ganze ja mit Kartoffeln und die Kartoffeln sind schon vorgekocht. Man kann das aber auch nur als Rosenkohlrezept machen. Einfach wie man mag. Dann gebe ich den Rosenkohl mit dazu. Und das schwitzen wir jetzt auch mit an. So, wenn der Speck dann angeschwitzt ist, löschen wir das mit etwas Wasser ab. Dann nehme ich jetzt Creme fein, oder wie das heißt. Ihr könnt aber auch Schlagsahne nehmen. Dann kommt Pfeffer dazu. Salz gebe ich jetzt nicht dazu wegen dem Speck. Und Curry. Und das decke ich jetzt dann ab und dann soll das Ganze köcheln, bis der Rosenkohl weich ist. Und dann kommen einfach noch die Kartoffeln dazu, denn die sind ja jetzt schon bei mir fertig. So, für die letzten Minuten gebe ich jetzt noch Kartoffeln mit rein, damit die nochmal warm werden können. Und dann ist es auch schon fertig. Also bei mir hat das Ganze jetzt so 20 Minuten ungefähr leicht geköchelt. Muss man halt einfach gucken, bis der Rosenkohl durch ist. Ja, und mehr gibt's von meiner Seite aus nicht zu sagen. Deswegen können wir direkt probieren. Schmeckt super lecker. War nur ein bisschen heiß, weil ich den da von unten her geholt habe. Also mir schmeckt es hervorragend, deswegen kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!